ich das Gefühl habe, dass sich diese Gesellschaft bzw. auch die Politik in diesem Land seit einigen Jahren tendenziell immer wieder in sehr, sehr schlechte Richtungen bewegt. In Richtungen, die für mich sehr undemokratisch sind. Und ich nütze jede Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen. Das finde ich, sollten auch alle Leute tun, weil wir müssen einfach auch ein Feedback geben, dass es Menschen gibt, die nicht einverstanden sind mit Tendenzen, die meines Erachtens nach doch zu einer Entdemokratisierung dieser Gesellschaft führen, anstatt eigentlich die Demokratisierung in die Zukunft zu treiben. Was mich wahnsinnig daran stört, ist, dass man ohne richterliche Beschlüsse in Sphären eindringen kann. Und das ist natürlich neben vielen anderen Dingen in diesem Land im Moment eine riesig große Gefahr, weil du letzten Endes politischen Kräften ein Spielzeug verschaffst, das höchst undemokratisch, diktatorisch genutzt werden kann und wovor ich wirklich große Angst habe. Das ist einfach eine Frage meiner Meinung nach eines gesellschaftlichen Klimas. Wenn wir diese Privatsphäre nicht haben, ich fühle mich dabei nicht wohl. Und das ist einfach eine Tendenz, wo ich mir denke, das ist ein gewisses Gift in einer Gesellschaft. Wenn die Menschen sich permanent überwacht, bespitzelt vorkommen, das kommt ja auch in diesem Gesetz vor, was mir, da stellt es einem ja die Haare auf, dass man theoretisch überall bespitzelt werden könnte mit diesen V-Männern, das schafft ein vergiftetes gesellschaftliches Klima. Ich glaube, man müsste, also für mich ist es klar, wir müssen Zivilgesellschaft stärken und dazu gehört für mich auch, ich muss mich in einer Gesellschaft wohlfühlen und jeder Mensch sollte in dieser Gesellschaft auch das Gefühl haben, etwas verändern, gestalten zu können und nicht irgendwie so ein Rädchen sein in einem fast eigentlich totalitären Regime, wo ich Tag und Nacht kontrolliert werde und einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass ich selbst etwas bewirken kann, was eigentlich das Wesen der Demokratie wäre. Was man an die Nationalratsabgeordneten als Appell richten kann, beweist, wenn ihr dieses Gesetz nicht beschließt, damit, dass ihr Demokraten seid, dass ihr euer Amt richtig versteht, im Sinne einer modernen, offenen Gesellschaft agiert und dass ihr nicht euch den Vorwurf gefallen lassen müsst, dass ihr dem Austrofaschismus, wie wir ihn im Moment in Tendenzen schon wieder erleben, Vorschub leistet. Das bedeutet für mich als Festivalmacher, man darf sein Publikum niemals unterschätzen. Die Leute sind nicht so dumm, wie man glaubt oder wie manche Leute glauben. Man kann die Leute herausfordern und das sollen die Politiker auch nicht glauben. Die Menschen sind reif für eine Zivilgesellschaft. Und was man in manchen Bereichen sieht, da wird einem das Gegenteil bewiesen von dem, was man eigentlich dann immer von politischer Seite hört. Also insofern, diese Stärkung ist, glaube ich, im Moment von Institutionen, die sich darum bemühen, ein wirklich zentrales, wichtiges Überlebensanliegen in Europa.